Hallo, in diesem Video möchte ich erklären, warum das Ding eigentlich Häufungspunkt und warum das andere Ding eigentlich Häufungswert heißt. Können je nach Definition zwei verschiedene Sachen sein? Bei mir ist das auch so. Ich habe die Definition mal hier oben hingeschrieben. Wer mag, kann sie sich angucken und verstehen. Das interessiert uns aber nicht ganz so sehr. Ich habe mich am Anfang immer gefragt, wie merkt man sich denn, dass das Häufungswert, was zum Teufel soll das denn bedeuten? Oder Häufungspunkt oder was? Und dann steht da sowas wie, wenn irgendwie hier in so einer Umgebung unendlich viele Folgeglieder liegen. Was hat denn unendlich viele Folgeglieder mit einem Häufungswert zu tun? Oder dann steht hier oben, da muss ein Grenzwert sein. So, jetzt kommt die coole. Ja, ist das cool? Also ich kann es mir dadurch zumindest gut merken. Es heißt deswegen, ganz einfach gesagt, es heißt deswegen Häufungspunkt und Häufungswert, weil sich da nämlich was anhäuft. So, und was häuft sich da an? Unendlich viele Folgeglieder häufen sich da an. Und beim Grenzwert, wenn man das Ding Grenzwert auflöst, dann heißt es ja auch nichts anderes als in irgendeiner Epsilon-Umgebung, bla bla bla. Also auch nur, da häuft sich wieder was an. Also wenn wir jetzt so unseren Zahlenstrahl haben und sagen wir, das ist die 2, und dann zoomen wir hier übelst hart ran, so dass hier nur unsere 2,001 ist. So, Entschuldigung, muss schon auf die richtige Seite gemalt werden. Dann heißt es das, naja, es ist ja eigentlich egal, von welcher Richtung es kommt, erstmal. Dann heißt es das. Es muss ja immer weiter hier gegen die 2 gehen. Das heißt, hier häufen sich irgendwie immer mehr Teile an. Oder hier. Je nachdem, hier geht es ja auch um die Epsilon-Umgebung. Das heißt, in einer beliebig kleinen Umgebung gibt es so ein kleines Bergchen. Ich stelle mir das wie ein kleines Bergchen vor, was da steht. Aus ganz vielen Folgegliedern. Wie man dann jetzt die Unterscheidung zwischen Punkt und Wert macht, das ist, glaube ich, nur noch auswendig lernen. Aber jedenfalls genau das Ding. Es das heißt Häufungs irgendwas, weil sich da die Zahlen anhäufen. Weil in einem winzig kleinen Bereich kommen immer mehr Zahlen zusammen. Es kommen ja immer mehr Zahlen zusammen, wenn man das jetzt aus dieser Sicht angucken will. Also zuerst gucke ich mir diesen Teil hier an, diesen Ausschnitt. Und da sind schon ganz schön viele Zahlen drinne. Und hier, da sind aber auch noch ganz schön viele. Und hier sind auch noch ganz schön viele. Und da sind super unendlich viele. Wie gesagt, die häufen sich irgendwie an.